Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Goodiebox Welcome Box zeigen, die man aktuell bekommt, wenn man die Goodiebox neu abonniert. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Box aus Dänemark. Sie enthält 5 bis 7 Beauty-Produkte, wovon immer 2 in Originalgröße drin enthalten sind. Der Warenwert beträgt immer mindestens 70 Euro. Es wurden schon über 6,5 Millionen Kundinnen glücklich gemacht. Wir haben einen versandkostenfreien Versand, normalerweise 19,95 Euro pro Box und pro Monat. Und ja, wenn man die Box neu abonniert, bekommt man nicht die Box, die in dem Moment gerade in dem Monat aktuell wäre, sondern man bekommt die Welcome Box. Und die möchte ich euch gerne einfach mal vorstellen. Falls ihr Bock auf die Box haben solltet, könnt ihr gerne meinen Link in der Infobox verwenden. Da bekommt ihr nämlich noch ein Goodie on top. Ich glaube, das müsste eine Mascara sein, aber wir schauen hier gleich mal hinein. Hauptsächlich sind hier Pflegeprodukte drin enthalten, aber es sind halt auch so spannende Marken. Wir haben immer dieses schöne Schubladendesign, da kann man sich echt einen schönen Schrank draus basteln quasi. Ne? Habe ich hier tatsächlich auch an der Seite gemacht, also in dem Schrank integriert, so ein Schubladensystem. Und jetzt Laberababer, wir gucken mal hinein. Ne? Ich nehme meistens einfach so zum Unboxing hier die Schublade raus, um sie euch einfach mal zu zeigen. Hier haben wir dann auch einen Flyer, wo man willkommen geheißen wird. Und hier kann man dann auch nochmal den QR-Code scannen, um das digitale Unboxing sich anzuschauen. Habe ich schon auf meinem Handy aktiviert. Und ja, es geht auf jeden Fall immer sehr viel so um das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge. Achtsamkeit ist auch sehr wichtig. Und ich muss sagen, dass wenn ich die Monatsboxen hier ausgepackt habe, dass ich dann auch immer wieder ein Tränchen im Auge hatte und auch wirklich, es ging mir ans Herz, ne? Also es ist richtig krass. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Box hinein. Als erstes ist hier nämlich, also wir haben hier so ein Seidenpapier, ne? Es wird immer super wenig bis gar kein Verpackungsmaterial verwendet, was auch sehr gut und nachhaltig ist. Also auch um die Box, um den Karton drumherum, ist nur ein ganz, ganz dünner Karton gewesen. Und ja, hier haben wir als erstes die Mascara Grand Danois Extreme Volume and Length von Sandstone. Das ist einmal dieses Produktchen und ich glaube, weil das außerhalb der Box ist, dass das hier dann auch das Produkt ist, was ihr on top als Goodie bekommt, wenn ihr meinen Link verwendet aus der Infobox. Die sieht sehr schön aus, sehr schlicht, sehr schwarz, erinnert mich auch ein bisschen an die Mesauda Mascara von der Außengeschichte her, von der Verpackung. Und wir haben ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen, was angenehm riecht. Sieht sehr, sehr ansprechend aus, sehr definierend. Cool. Also ich meine, ich habe jetzt dick Mascara drauf. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht on top noch drüber geben. Da wird man nicht viel von erkennen. Weil was willst du da noch alle drüber geben? Ich, ja, finde ich auf jeden Fall cool. Eine Mascara kann man immer ganz gut gebrauchen. Und die dann noch als Goodie on top. Warum eigentlich nicht, ne? So, dann öffnen wir mal den Klebi und das Seidenpapier. Oh wow, oh wow. So schaut dann nämlich einmal der Inhalt von der Box aus. Das ist ja cool. Okay, also, guess what, you'll be naked in a minute. Witzig. Ja, von Frank Body ist das hier und ist tatsächlich ein Popo drauf abgebildet. Original Coffee Scrub, das ist für eine, ja, smooth and glowing skin, also quasi für eine sanfte und glänzende Haut, ne? Und das ist ein loses Ding. Also ich sag immer, als Beauty-Fan finde ich das total großartig, weil das einfach auch ein gutes, pflegendes Produkt ist. Als Kaffee-Fan feiere ich das sowieso nochmal. Aber als jemand, die die Dusche dann auch selber nachher sauber machen muss, denke ich mir, Im Prinzip könnte ich auch den Kaffeeprött von unserer Kaffeemaschine dafür verwenden, dann noch ein paar andere Inhaltsstoffe, dann hätte ich mir das auch selber gebastelt, ne? Aber eigentlich kriegen unsere Pflanzen das immer als Dünger. Finde ich gut für den Körper auf jeden Fall. Was, hier ist aber noch was für den Körper mit dabei von Ritual of Ying. Toller Duft, Leute, ich sag's euch. Das ist Calming Foaming Shower Gel mit Sacred Lotus und Jojobe. Einfach mal eine Full Size von einem Rituals Duschschaum reinzupacken, feiere ich. Also ich finde die einfach großartig. Auch wenn ich sagen muss, zum einen, dass ich irgendwie das Empfinden habe, dass diese Duschschäume immer relativ schnell bei mir leer gehen. Wahrscheinlich, weil ich das so zelebriere. Und dass die nicht so extrem schäumend sind wie die anderen Duschschäume, weil das kommt ja quasi als Gel hier raus und was dann aufschäumt, wenn man das halt in den Händen hat, dann hast du so richtig deine Schaumkrone und andere haben das halt, dass nur der Schaum aus der Tube rauskommt, aber
trotzdem ist es schon geil und es macht einfach Spaß, sich damit zu duschen. Es darf hier auch ein Mudmaske-Produkt nicht fehlen, denn ich meine auch, dass ich Mudmaske durch die Goodiebox kennen und lieben gelernt habe. Eine ganz tolle Firma aus den Niederlanden, glaube ich, müssen die kommen. Da habe ich wirklich schon viele Lieblinge, so diese Unteraugenmaske zum Beispiel oder diese, eine so eine Maske, die du dir auch drauf machst morgens und dann nur so 5 Minuten. Das hier ist auch eine Maske. Vitamin A Booster Blue Clay Mask, Pore Refining, Smoothing, Firming, Tightening und Brightening. 60 Milliliter sind hier drin und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Vitamin A müsste Retinol sein. Also ich glaube, Retinol ist Vitamin A oder so, ich weiß es nicht. Das heißt, ich werde das dann nach der Stillzeit verwenden, aber das ist kein Problem. Das ist ja dann im Mai, denke ich mal. Ja, und das ist dann halt porenverfeinernd und glättend und so. Also wirklich schön anti-aging. Und da habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. We have used Bakuchiol. Guck mal. Die haben nämlich nicht Retinol genommen, sondern die natürliche Variante, was Bakuchiol ist. Die Frau hat aufgepasst. Hier steht jetzt nicht drauf, wie lange soll man das denn drauf lassen, Leute? 13 Minuten maximal. Leave mask until the blue turns white dry. Witzig. Also du lässt es so lange drauf, bis die blaue Maske sich so in weiß, trocken verfärbt. Auch interessant, ne? Und vor allem maximal 13 Minuten ist auch eine ganz sehr, sehr intensive Zeitangabe. Ich mache das halt während des Zähneputzens drauf, ne? Ja, cool. Schön. So, noch eine sehr, sehr hochpreisige Marke darf hier in diesem Moment nicht fehlen und zwar ist es Avant. Ja, das ist so eine typische Marke, bin ich ehrlich, die so ein bisschen diese Boxenpreise in die Höhe treibt. Aber die Produkte da drin sind ja an und für sich auch gut, aber ich finde, dass sie nur ein Viertel des Preises für mich persönlich, ganz persönlich, einfach nur wert sind. Ne? Ja, hier haben wir ein Blue Volcanic Stone Purifying and Antioxidizing Cleansing Gel. 50 Milliliter haben wir hier drin, also quasi mit Kokos, hydrolysierten Walnüssen, Kupfer, Glycerin und Tocopherol. Genau. Ja, damit kannst du dein Gesicht reinigen. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und sieht sehr erfrischend aus. Ne? Allein diese blaue Färbung ist schon dafür prädestiniert. Okay, das letzte Produkt, was ich hier drin habe, ist für die Haare. So sind wir wirklich von Kopf bis Fuß gepflegt und haben auch ein bisschen dekorative Kosmetik eben durch die Mascara mit dabei. Die würdet ihr nämlich ja sonst nicht bekommen. Das hier ist von Antonio Axu Hair Culture, ein Sea Salt Spray. Das macht einfach eine texturierte Geschichte in die Haare. Du kannst es auch irgendwie auf dem Body geben. For a super... Nein, it's texture and body. Quatsch, es gibt den Haaren Textur und Körper, so sagt man, aber du machst es nicht auf den Körper. Für einen super frischen Beach-Look, ja, bin ich persönlich jetzt nicht so ultra-Fan von, ne? Also Beach-Look bzw. Sisalspray brauche ich jetzt so nicht, weil ich finde, meine Haare sind so schon eher feuchtigkeitsarm. Und hier hätten wir jetzt einfach mal den kompletten Inhalt von der Welcome Box. Ich finde, der lohnt sich. Mit meinem Link bekommst du die Mascara mit dabei und das finde ich ziemlich schön, weil dann hast du, wie gesagt, halt auch dekorative Kosmetik mit dabei, was ich persönlich immer gerne auch in der Beauty Box drin enthalten habe, weil ich Beauty verrückt bin. Und ja, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Schaut gerne einfach mal vorbei. Auch vielen, vielen Dank an das liebe Goodieboxen-Team für die Zusendung der Box. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!